find's cool, wie das gerade bei dem Theaterstück so gezeigt wurde. Ich als neuer Ranger, und es stimmt auch wirklich, ich bin erst seit kurzem mit dabei, ein paar Wochen, und wie mir das gezeigt wurde, mit hineingenommen wurde in verschiedene Aktionen, die die Ranger letzten Jahr 5 Jahre erlebt haben, in verschiedene Abenteuer, die sie erlebt haben. Und ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich mit meinem Team auch solche Abenteuer und solche Aktionen erleben darf, auch zusammen mit Jesus unterwegs zu sein, im Team unterwegs zu sein und auch so Wunder zu haben, dass Gebete erhört wurden und verschiedene andere Sachen. Ich freue mich auf die Zeit, auf die Erfahrung mit dem Team zusammen. Und in dem Text, um den es heute in der Predigt geht, das ist was, wo sich die Ranger auch richtig gut identifizieren können damit. Es gibt auch ein schönes Lagerfeuer, man ist draußen unterwegs, man genießt die Zeit, das Outdoor-Leben und die Zeit mit Jesus, die Gemeinschaft. Und ich möchte euch in den Text mit hineinnehmen, und dazu lese ich euch aus Johannes, dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14 vor. Und ihr könnt hier an der Leinwand noch mitlesen. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und noch 2 andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinen die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Das sagte Johannes zu Petrus. Es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Auf dem Fische brieten, auf Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Die Situation ist noch ein bisschen anders, als es jetzt so auf den ersten Blick scheint. Für die Jünger ist es jetzt nicht einfach nur ein Frühstück, ganz normal Zeit mit Jesus zu verbringen oder einfach mal fischen draußen unterwegs zu sein. Und um euch da in diese spannende Situation mit hineinzunehmen, möchte ich euch kurz erklären, was ein paar Tage vorher passiert ist. Und zwar gehen die Jünger gerade durch ein riesiges Gefühlschaos. Es ist ein Auf und Ab bei ihnen, Auf und Ab. Und es hat angefangen, dass sie mitbekommen, dass ein Jesus unterwegs ist. Und der Jesus, der so wie diesen Menschen begegnet, mit denen er unterwegs ist, merken sie, das ist der Messias. Das ist der Messias, der an Weihnachten geboren ist. Da drüben ist so eine schöne Deko, die auf den Advent hinweist, ist gerade ein bisschen zugedeckt. Aber das ist das, wo die Jünger gemerkt haben, hey, das ist dieser Messias, der König, der kommt, der mit Macht und mit Kraft uns befreit. Die Unterdrückten befreit, die Schwachen befreit, und da war Hoffnung bei den Jüngern. Und dann merken die auf einmal, so wie dieser Jesus mit den Menschen umgeht, der hat zwar Macht und Kraft, aber das sieht ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt haben. Nicht mit einem Schwert, nicht mit irgendwie Furcht oder mit Krieg, sondern einfach mit Liebe, wie er den Menschen begegnet. Und dann kommt für die Jünger der nächste Hammer. Sie merken, dass Jesus nicht nur für sie da ist, sondern dass er auch stellvertretend für sie stirbt. Dass er sich hingibt ans Kreuz, um stellvertretend für jeden einzelnen Menschen hinzugehen, um zu befreien von der Sünde, die wir Menschen in uns haben, von der Trennung von Gott. Und damit, da geht es jetzt nicht um eine Schokosünde, ich habe jetzt mal vielleicht zu viel Schokolade genascht, jetzt ist wieder Weihnachtszeit, das war es mal ein bisschen viel. Oder es ist auch keine Temposünde, wo man sagt, ja, oder Verkehrssünde, ich bin zu schnell entlang gerauscht, wurde ich geblitzt, blöd, ist halt Verkehrssünder, ne? Sondern da geht es einfach um das elementar Wichtige, um diese Sünde getrennt von Gott zu sein. Das, was sich Gott von Anfang an mit dem Menschen vorgestellt hat, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind und nicht weit weg von ihm. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, stellvertretend für jeden einzelnen Menschen, um einfach die Brücke zu schlagen
zu Gott, den Weg wieder frei zu machen und mit ihm Zeit zusammen zu verbringen. Und für die Jünger war das dann auch am Anfang noch so ein Schock. Vielleicht war da auch, da war bestimmt Verzweiflung mit dabei und auch sicherlich Wut. Was soll das jetzt? Der König, den wir, oder diese Menschen, die wir zum König gemacht haben, der kommt, der bringt uns das Ganze ja gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Jünger verstehen das am Anfang noch gar nicht, was da überhaupt los ist. Aber das Ganze ist ja am Kreuz nicht zu Ende, dass Jesus einfach stirbt und dann war es das, sondern da ist wieder Hoffnung für die Jünger. Die merken, nach 3 Tagen steht er auf. Das, was er gesagt hat, das passiert wirklich. Und merken dann auch, dass der Tod keine Macht hat gegenüber Jesus. Jesus ist stärker als der Tod und stärker als alles andere. Und das ist wieder diese Hoffnung. Da geht es wieder bergauf bei den Jüngern. Ja, das stimmt wirklich. Dieser König, den wir uns gemacht haben, dieser Messias, der kommt, der uns von Gott versprochen wurde, da ist Hoffnung da. Und es ist auf die Hoffnung von den Jüngern und die Hoffnung von jedem Christen, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, in der Verbindung zu Gott, im Himmel bei Gott zu sein. Und so ganz richtig scheint es die Jünger aber doch nicht ganz verstanden zu haben. Sie sind unterwegs mit ihm und jetzt sind wir gerade in der Situation, Jesus hat 2-mal die Jünger getroffen nach der Auferstehung und hat ihnen gesagt, sie sollen in Galiläa auf ihn warten, dass er dort auf sie trifft. Und dann warten sie auf ihn in der Hoffnung, die sie hatten, aber gehen wieder im Alltag nach, gehen wieder fischen, das, was sie können, wo sie früher gearbeitet drin haben. Und vielleicht ist da Verunsicherung drin. Wann kommt er denn jetzt? Kommt er überhaupt noch? Die warten schon, man weiß nicht genau, wie lange das dauert. Und dann kommt noch die nächste Frustration hinzu. Sie sind die ganze Nacht lang unterwegs und haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann kommt auf einmal am Ufer ein Mann dahergelaufen, den kennen sie nicht, den haben sie nicht erkannt, und sagt zu ihnen, ja, werf doch einfach mal das Netz auf der rechten Seite aus. Vielleicht fangt ihr dann was. Und man weiß, dass 4 von den 7 Leuten, die auf dem Boot sind, erfahrene Fischer sind. Das ist das, was sie jahrelang gemacht haben. Und dann kommt jemand her und sagt ihnen, wie sie ihre Arbeit verrichten sollen. Ich weiß nicht, wie die reagiert haben. Vielleicht ist der eine da ein bisschen wütend geworden oder so. Aber vielleicht knüpft ein oder andere vielleicht eine Verbindung her. Weil das ist nicht das allererste Mal, dass sie von so einer Begebenheit mitbekommen, sondern als Jesus ganz am Anfang unterwegs war und sich die ganzen Jünger zusammengesucht hat, da hat er auch so eine ähnliche Situation gebracht, mal auf einem Boot. Und vielleicht hat er schon die Verbindung hergestellt, hey, vielleicht ist das ja Jesus, auf den wir warten. Und dann kommt noch dieser herrliche Fischzug. Das ist ja nicht nur irgendwie leere Worte sind, die er da sagt, sondern dass, wenn man das Netz wirklich auf der Seite rauswirft, dass alles brechend voll ist. Und da bemerkt es Johannes, dass es Jesus ist und ruft es aus, es ist der Herr. Und in dem Moment realisiert Petrus es auch sofort, merkt es, lässt alles stehen und liegen. Dieses ganze große Wunder, ich stelle mir so vor, die Jünger stehen am Boot, halten irgendwie die Netze fest und versuchen gerade noch diesen großen Fang reinzuhieven. Und er hört, dass es Jesus ist, dass es der Herr ist, lässt alles stehen und liegen, zieht sich noch schnell seine Klamotten an und rennt raus. Er wartet nicht, bis die Jünger mit ihm mit dem Boot hinfahren, sondern er hat diese Begeisterung, sofort zu Jesus zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich frage mich, welche Gedanken Petrus da durch den Kopf gegangen sein müssen. Und er ging nämlich gerade aus einer Versagenssituation, wo er versagt hat, bei der Kreuzigung von Jesus. Hat Jesus angekündigt, Petrus, du wirst mich 3-mal verleugnen. Petrus gesagt, nee, das mache ich nicht, ich stehe zu dir, Herr. Und Petrus verleugnet ihn aber trotzdem und sagt, nee. Also gefragt wird, ob er zu diesem Menschen gehört, nee, den kenne ich nicht. Da gehöre ich nicht dazu. Und als er eigentlich dann realisiert, was er gerade gemacht hat, dass er diese Beziehung, die ganzen 3 Jahre, mit denen er mit Jesus unterwegs war, verleugnet hat, bricht dann Tränen aus, weil er merkt hat, hey, das war jetzt echter Mist, das geht nicht. Und er kommt aus dieser Versagenssituation, weil er eben diese Beziehung zu Jesus geleugnet hat, in die nächste Versagenssituation. Selbst das, was er gelernt hat, Fischer zu sein, für Nahrung zu sorgen, einfach mal mit dem Boot rauszufahren, die Netze auszuwerfen und viel Nahrung zu fangen. Selbst fischen kann er nicht mehr. Die ganze Nacht lang nichts gefangen. Er kommt von einer Versagenssituation und geht in eine Versagenssituation rein. Und in diese Situation steckt Petrus gerade. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein, ja, ich renne jetzt mal auf Jesus zu, sondern der hat gerade was durchgemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir in so einer Situation gehen würde. Ob du dich dann nicht lieber zurückziehen würdest. Mir würde es so gehen, ich würde mich zurückziehen von einem Menschen. Vielleicht würde ich mich auch von Gott zurückziehen, weil ich denke mir, ich bin es doch gar nicht wert. Ich habe jetzt gerade Jesus verleugnet und mir geht es nicht gut. Ich will einfach alleine sein, ich will meine Ruhe haben und mich zurückziehen. Aber Petrus weiß es besser. Er weiß, dass Jesus da ist, im Text steht es nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass Jesus mit offenen Armen dasteht und seine Jünger schon erwartet.
Und da rennt Petrus hin, weil er weiß, dass Jesus steht und eben auf ihn wartet. Und wenn du mal das Gefühl hast, versagt zu haben oder bist vielleicht gerade in der Situation drin, dann lass dich dann davon nicht unterkriegen, sondern geh einfach, mach den Schritt und geh auf Jesus zu, weil Jesus da auf dich wartet. Genauso wie auf Petrus wartet, wartet auf jeden Einzelnen, dass du auf ihn zugehst, bei den Problemen, die gerade da sind, was dich gerade beschäftigt. Weil Petrus hat es begriffen, er weiß, da ist Jesus, er hat Zeit für mich, er hat Gemeinschaft für mich, er ist da und er hat ein offenes Ohr. Er hört sich die Probleme an, die gerade da sind. Und das ist einfach cool, das auch so mit den Rangern zusammen im Team zu erleben, wenn Jesus da ist, sich diese Gemeinschaft anzunehmen und auch mit allen Problemen da zu Jesus zu kommen, so wie Petrus das gemacht hat. Jesus hat später mal noch ein klärendes Gespräch mit Petrus, einen kurzen Text danach, wo er eben ihm sagt, was nicht so gut war und noch verschiedene Aufgaben gibt, das macht Jesus auch. Aber ihm war in diesem Punkt die Gemeinschaft wichtig, erstmal Zeit mit den Jüngern zu verbringen und sich einfach ihnen anzunehmen in der Situation, wo sie gerade stehen, egal wie sie aussieht. Vorher im Text geht es ja noch darum, dass die Jünger nichts gefangen haben, die ganze Nacht. Vielleicht sind sie frustriert, verzweifelt, vielleicht auch einfach hungrig. Vielleicht wollten sie einfach nur fischen gehen, um selbst am nächsten Morgen was zu haben. Und es klappt nicht. Sie haben nichts gefangen, keinen einzigen Fisch. Und jetzt kommt Jesus auf sie zu, der ihre Nöte kennt, der gesehen hat, was sie brauchen. Zum einen hat er gesehen, was sie vielleicht für ein Loch im Magen haben, dass er das Loch im Magen stopfen muss, dass er die Fische, dieses Wunder vom Fischfang bringt. Aber er hat auch was anderes gesehen. Er wusste nämlich, dass die Jünger auf ihn warten, dass sie sehnsüchtig auf ihn warten. Und hat so die Nöte und dieses Bedrängnis, das sie hatten, einfach in ihrem Herzen angesprochen. Ist darauf eingegangen, was sie wirklich brauchen. Nicht nur das vom Magen her, sondern einfach auch vom Kopf her und vom Herzen her. Hat er die Nöte gesehen und hat es durch den Fischfang und durch die Zeit und die Gemeinschaft mit ihm einfach die Jünger versorgt. Und als Beispiel würde ich euch jetzt am allerliebsten was von den Rangern erzählen, aber ich habe ja leider noch nicht so viel Erfahrung damit, was wir da erlebt haben, aber ich freue mich schon drauf, da viel mehr zu erleben. Aber in meiner Bibelschulausbildung habe ich auch ein Praktikum gemacht bei einem Sommerlager. Ich vermute mal, das ist ähnlich zu vergleichen mit einem Camp von den Rangern, für eine ganze Woche unterwegs, mit Teenagern. Und es ist die Tradition, dass man am Anfang mit einer 2- oder 3-Tagestour startet. Wir hatten eine 3-Tagestour. Und das ganz Tolle war, also wir durften es nicht so erleben wie die Ranger, dass es das ganze letzte Jahr bei den Teamtreffen nicht geregnet hat. Bei uns hat das gefühlt am ersten Tag alles runtergehauen, was ging. Und manche haben die Situation unterschätzt, die haben sich gar keine Regenjacken mitgenommen, die meinten, das passt schon, das war ja eigentlich Sommer. Manche hatten welche dabei, aber spätestens am Nachmittag waren dann alle vollkommen durchnässt. Keiner hatte mehr Lust, wollte weitergehen. Ich weiß nicht, ob ihr Kids und Teens das vielleicht die Erfahrung auch schon gemacht habt, einfach unterwegs zu sein, zu wandern und ihr seid durchnässt, ihr habt keine Lust mehr, die Füße tun weh, die Nase läuft, ihr wollt einfach nur noch ins Bett und schlafen und warm und irgendwie ans Feuer gehen. Und die Situation war aber eine ganz besondere, weil es ist so, dass man sich da eben keinen Schlafplatz vorne rein aussucht, sondern man guckt einfach, wie weit man kommt, dass man dieses Ziel einfach in 3 Tagen schafft. Und soweit man kommt, sucht man sich einen Schlafplatz, wo man gerade was findet. Und ja, wenn man einen hat, ist es gut, ansonsten muss man noch weitersuchen. Und wir haben das als Team natürlich die Chance genutzt, haben dafür gebetet, dass wir einfach einen coolen Schlafplatz bekommen. Und einer von den Teammitarbeitern meinte danach, hey, ich kenne jemanden, der hier in der Gegend eine Halle hat. Vielleicht ist die Halle, also so eine Industriehalle, vielleicht ist die Halle frei und wir können da drin schlafen. Und als er vom Telefonat wieder zurückkommt, meinte er, ja, die Halle ist frei. Und es war für uns voll die Gebetserhörung, weil die Halle war nicht geplant. Das war keine Absicht, dass wir da hingehen. Und er meinte dann noch so, der Bonus ist, wir brauchen ja noch ein bisschen, um da hinzulaufen. Der fährt jetzt schon hin und macht die Heizung an, dass wenn wir ankommen, dass es schön warm ist, dass wir die Klamotten aufhängen können und es schön aufwärmen können und am nächsten Morgen einfach wieder komplett cool durchstarten dürfen. Und es war für uns eine mega Gebetserhörung, wo Jesus einfach versorgt hat, wo Jesus auf unsere Nöte eingegangen ist und gesehen hat, was wir brauchen. So, weil viele dann wahrscheinlich am nächsten Morgen nicht mehr so ganz mitgemacht hätten. Und es war mega cool, zu merken, wie Jesus einfach die Bedürfnisse stillt. Manchmal ist es sowas, ja, für den einen war es was Kleines, für den anderen war es was Großes. Aber auch mal im Alltag zu sehen, wie Jesus auf uns eingeht und uns vielleicht Bedürfnisse stillt, die uns dann gar nicht bewusst werden. So wie bei dem Lied, was wir vorhin gesungen haben, Jesus im Kleinen zu sehen. Auch mal die kleinen Augenblicke im Leben wahrzunehmen und zu merken, wo Jesus unsere Bedürfnisse sieht, die wir wirklich brauchen. Jetzt ist vielleicht das Bedürfnis jetzt nicht unbedingt bei den, dass es sagt, ich erfülle den Wunsch von der Playstation bei den Kids oder sonst irgendwas, sondern die Bedürfnisse, die wir im Herzen brauchen, wo Jesus einfach hineinsprechen kann. Und Jesus kennt den Mangel und die Bedürfnisse
und verspricht den Jüngern, dass er bei ihnen ist, dass er sie unterstützt. Aber er verspricht ihnen auch an keiner einzigen Stelle, dass er ihnen ein Leben in Wohlstand gibt oder ein Leben gibt, das frei von irgendwelchen Krisen ist, frei von Leiden, frei von Krankheiten und so. Das verspricht er ihnen nicht, der will da nichts verschönern. Aber er sagt, dass er die Perspektive ändert und dass er bei ihnen ist und sich in ihnen und ihre Situation annimmt. Und das finde ich einfach mega cool, wie Jesus das einfach sich uns annimmt und uns versorgt im Großen. Das ist manchmal ein Schritt im Vertrauen, wenn man sagen kann, ich will das nicht abgeben, ich kann das nicht abgeben. Aber da einfach herzugehen und zu sagen zu Jesus, hey, das ist das, was mich gerade bedrängt. Ob es jetzt auf einer Wandertour ist von den Rangern, ob es vielleicht was ist, was zu Hause dich betrifft, einfach zu Jesus zu gehen und ihm zu vertrauen und ihm das hinzulegen. Und die ganze Geschichte, durch die wir so durchgegangen sind, das ist ein Bild für die Nachfolge. Denn die Jünger sind dann am erfolgreichsten, wenn sie auf Jesus hören und auf seine Worte hören. Als er nämlich gesagt hat, die sollen das Netz auf der rechten Seite auswerfen, sind sie am erfolgreichsten. Haben sie so eine reiche Beute. Und so ist es auch heute noch, einfach auf die Worte Jesus zu hören und dem zu folgen. Weil er hat die Nöte im Fischfang gestillt, die Nöte gestillt, dass die Jünger ihn erwartet haben und einfach die Zeit und die Gemeinschaft zu ihnen gesucht. Und was wir jetzt eben in der Gemeinschaft von der Geschichte in der Gemeinschaft mit Jüngern und in Jesus lernen können, ist, dass sich Jesus uns annimmt, jeden Einzelnen hier, dass er Gemeinschaft will und die Beziehungen einfach Zeit zusammen verbringen will. Und das finde ich einfach cool. Und wenn du dich jetzt vielleicht gerade irgendwie als Versager fühlst, wenn du gerade durch irgendwie eine Situation gehst, was auch immer das gerade ist, dann möchte ich dir das ans Herz legen, dass du es wirklich einfach Gott im Gebet nahelegst, dass du jetzt dann gleich die Zeit nutzt, um einfach das Gott hinzugeben. Oder wenn du weißt, du hast gerade Not und Mangel, dass du es auch zu Gott im Gebet sagst. Vielleicht ist es für dich das allererste Mal, dass du es im Gebet sprichst. Das ist jetzt keine besondere Wunderformel, die man da sprechen muss, sondern einfach das zu sagen, was dir gerade im Herzen liegt. Und Jesus wird sich um deinen Mangel kümmern. Aber vielleicht anders, als du dir es vorstellst. Und sich davon auch von Jesus überraschen zu lassen. Und das ist das Ziel von ihm. Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinschaft und Zeit mit ihm zu verbringen. Amen.